Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Space Engineers. Ich weiß... Erstens, danke, dass ihr eingeschaltet habt, beziehungsweise danke, dass ihr dabei seid. Und zweitens, ich weiß, es ist jetzt wieder eine kleine Weile von mir nichts rausgekommen. Es... ja, beruflicher Grund bei mir. So, letztens waren wir eben halt dabei, dass wir uns eben halt die ganzen halt... dass wir die ganzen Maschinen aus unserem Schiff rausgeholt haben. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Oh Gott. Um unsere Plattform ein bisschen zu bewirtschaften. Ist das so? Glaube ja. So, und heute will ich eben halt das so machen, was ich eben halt in dem Kommentar gelesen habe. Und zwar meinte einer, das kann nicht funktionieren, weil da was fehlt. Wegen dem Batterien. Und die ist immer noch auf dem Kopf. Und zwar wurde mir geschrieben, dass ich irgendwie 6 Solarpaneele brauche. Keine Ahnung. Ich bin ganz ehrlich, keine Ahnung, aber wir sind ja hier da, um zu testen, ne? Davon mal ganz abgesehen. So, dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. 3, dann die Nummer. Na. Oh. Hat doch gerade geklappt, was bist denn du von mir? So. 4. Okay. Das ist da hier wieder. Ja, ich muss mich erstmal wieder umgewöhnen. Relativ viel Fallout, was ich jetzt wieder in den letzten Tagen gesuchtet habe, wie Sau. Weil ich habe jetzt wieder ein paar Tage frei und da kann ich mir mal erlauben, ein bisschen mehr zu spielen. Muss ich mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen und. Ernsthaft. Und. Von daher... wieso kommt jetzt Musik? Keine Ahnung. Bin ich ehrlich. Also eigentlich sind bei solchen Spielen Musik immer dafür deutend, dass ich irgendwie angegriffen oder sowas werde. Oder dass irgendwas anderes Schlimmes passiert. Ich habe keine Ahnung. Ich, wie schon gesagt, ich bin eben halt blöderweise schon eine kleine Weile raus, mal wieder. Und naja, auf Deutsch gesagt, alles wieder auf Null. Ist schon mein harter Tobak manchmal. Man hat's eben halt nicht leicht, aber leicht hat's einen. Herstellungskomponente. So, aber zuerst widmen wir uns mal... Wow. Das war knapp. Den Einschlagskratern vom Meteoriten. Nein. Gucken, was wir da drinnen finden. Ich glaube, hier ist es. Na komm. Du bist Silber. Oder nächste war, glaube ich, hier drüben. Sehe ich nicht. Der andere, der war hier drüben. Ist aber doch ganz schön weit gewesen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. So. Wir müssen uns dann auch nochmal um unsere Gasflaschen kümmern. Wow, alter Falter. Ich glaube, das machen wir jetzt immer, weil die sind nämlich alle beide genau.
Komplett leer. Herstellerkomponente, was bist denn du? Energiezellen? Nee, ich brauche Herstellerkomponente. Sind die. Alter, ist das schon wieder dunkel. Oh, jetzt ist. Ich bin echt. Nee. Das darf man irgendwo Kim erzählen. Jetzt gerade die rechte Maustaste gedrückt gehalten, um zu anzuvisieren, da braucht man ja gar nicht. Man braucht es hier zum Glück plus drücken. Da habe ich schon gesagt, weil das sagen sehr viele sogar, wenn man zu viele Spiele auf immer spielt, dann kommt man mit der Steuerung durcheinander, mir juckt die Nase. Ah. Da kommt man echt mit der Steuerung durcheinander, mein lieber Gesangsverein. Hatte ich nicht auch sowas ähnliches wie eine Stütze gemacht? Oder wollten wir das machen? Ich glaube, letztens ist da ja auch ein Meteoriten bei uns in der Basis eingebrochen, ne? Also reingekracht. Oder war das jetzt ein Singleplayer? Ich will nichts Falsches sagen. Ja, der Frosch im Hals existiert immer noch. Nach wie vor hat sich in der Hinsicht nichts geändert, leider. Okay. So, Herstellerkomponente. Wie viel brauchen wir? 7, 14, 21, 28, 35. Gucken wir mal nach. 35. Wie sehen die aus? Da. Was habe ich gesagt? Okay, wir haben doch noch welche. In 3, ich brauche bloß noch 4 herstellen. Magnesiumpulver haben wir. Keins. Wow. Ah, boah, ich starte schon. Mehr geht leider erstmal nicht rein, uns fehlen echt noch zu viele Ressourcen irgendwie. Wir werden demnächst echt mal wieder auf Wanderschaft gehen, um uns mal wieder voll zu packen. Ja, oder man kracht zu sehr an den Turret und stirbt. Wow. So was kann doch mir passieren. Guck mal da, ein glitschender Negro, haha. So, die Leiche ist weg. Die nehme ich jetzt auch noch schnell auf. Hallo, danke. Oh, Steuerung. Nee, das wird eigentlich so. Irgendwie. So, und jetzt noch der letzte Turret. Und dann sind erstmal einige einsatzbereit. Oh, ernsthaft. So, einsatzbereit. Zumindest soweit es geht. So, und. Nee, Nika. So. Gut. Habe ich mich jetzt verrechnet?
Stimmt, das wurde mir auch noch gesagt. Überall die Haken rausnehmen. Ist schon ein bisschen länger, schon ein bisschen länger, dass ich das letzte Mal gespielt habe, deswegen nicht verwundet. Wow, das war knapp. Fehlt da irgendwas? Ich kann mir vorstellen, dass Strom fällt, ja. Das ist das Einzige, was ich mich gerade vorstellen kann. Huch. Ich habe zwar geschrieben, dass ich Wiki-Einträge überhaupt nicht mag, weil die ja auf Deutsch gesagt das komplette Spiel spoilern. Aber ich glaube, ich möchte das wirklich mal machen. So, zwei Computer. Die dürfte ich aber eigentlich noch drin haben. Mindestens zwei. So, dann ist das dritte fertig. Was brauche ich denn hier? Solarzellen, relativ viele. Und noch mehr Solarzellen. Hier brauche ich die. Ach so, da oben steht noch, man braucht 10 Herstellungskomponenten. Das sehe ich jetzt erst. Grummel, Grummel. Nein, 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 nicht so. Danke. Boah. Hab ich hier drin welche? Siliziumhalbleiter. Was kann man hier reinhauen? Eigentlich Gold. Das ist ja das, was ich hier drin brauche. Und hier drüben brauchen wir ja das andere Zeug zum Herstellen. Theoretisch. Ich schaue es jetzt einfach mal alles hier rein. Bin ich ehrlich. Ich bin echt am Überlegen, ob ich jetzt hier noch einen Reaktor hinpfeffer. Ohne Witz. So, bei der Kuchenbude, was macht die? Derzeitige Abgabezufuhr nicht. Egal, machen wir es einfach mal eiskalt jetzt. So, ist mir jetzt egal, bin ich ehrlich. Ich mache das, was in den Kommentaren geschrieben worden ist. Überall die Haken raus. Zack. So, fertig. Wenn Strom irgendwie gebraucht wird, sollen die sich das selber besorgen. Das ist mir doch jetzt egal. Sollten das? Du bist an. Den Block umschalten an. Was stand da unten? Ach, auf Fahrtanzeigen. So, ne? Herstellerkomponente. Wenn ich jetzt den Reaktor da drinnen abbaue. Kriege ich da die Komponenten raus oder verschwinden die dann? Werden wir mal gleich mal testen. Werden wir gleich mal testen. Oh, hier spritzt der Blut. Ist das schon eine Weile so oder habe ich das einfach nur ganz gekonnt übersehen? Ja, ich kümmere mich gleich um dich. Ups, wo ist er denn? Oh, ich brauche keine Anzeigen, ich brauche Herstellerkomponente. Jedes Mal droppen die Drecksfische Herstellerkomponente, außer heute, außer jetzt. Wenn wir den Mist mal brauchen. So, warte am Text. Der Reaktor ist hier oben, ne? So, drück die Daumen, dass ich alles hab.
Reaktor. Ich brauche einen kleinen und den stelle ich nein auf die 6. Aber für einen großen haben wir definitiv nicht die Ressourcen, das weiß ich jetzt schon. So rum. Gut. Jo, jetzt funktioniert alles. Ah, das ist ja geil. Zufuhr und Abgabe, warum auch immer. Ah, herrlich. Also das Spiel ist, was Paras angeht, schlimmer als Seven Days to Die. So, das wird jetzt alles demontiert, das ist sehr gut, danke. Hat doch nie 100. Machen wir mal so viel und dann brauchen wir noch Solarzellen. Haben wir noch ein paar, das ist gut. Ja, nicht die falsche Taste drücken. Ja, nicht die falsche Taste drücken. Warum die Triebwerke an dem Schiff noch funktionieren, das frage ich mich jetzt echt. Aber ich glaube, das ist dann doch eine kleine Spur zu hoch für mich, weil... keine Ahnung. So. Herstellerkomponente angefertigt und angebracht. Ja, ich... also jetzt bin ich kleine Spur stolz auf mich. Ihr habt mir zwar sehr, sehr viel geholfen, was das angeht, gebe ich ehrlich zu, aber dass das jetzt so läuft, dass wir jetzt wenigstens Strom haben, wow. So, aber das war es jetzt langsam, aber sicher wieder für die Folge. Ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen Spaß gemacht. Wünsche euch natürlich viel Spaß beim Zugucken. Genau. Könnt mir weiter Tipps und Tricks in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.